Kosten. Unverzüglich. Oh, ich warne Sie vor diesen Damen aus gutem Haus. Hüten Sie sich vor Frauen, vermieten Sie nur an einen Mann. Dabei. Ich habe keinen Beruf. Ich vertrete den Standpunkt, dass ich tun kann, was ich will, solange ich niemandem zur Last falle. Da sind Leute! Da kommt jemand! Oh, gütiger Gott! Wer waren denn nur diese unglückseligen Menschen? Folgen Sie mir. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Mit etwas Glück können Sie in wenigen Minuten Millionär sein. Aber auch mit weniger als den berühmten Sechsrichtigen lässt sich noch kräftig Kasse machen. Insgesamt stehen heute bei dieser 40. Ziehung der Lottozahlen 48 Millionen Mark zur Ausspielung bereit. Mitmachen lohnt sich also. Die Zusatzzahl lautet 30. Hier noch einmal die Glückszahlen 6 aus 49. 3, 8, 9, 13, 15, 39 und die Zusatzzahl 30. Ich wiederhole. 3, 8, 9, 13, 15, 39 und die Zusatzzahl 30. Und nun die Gewinnzahl der Lotterie Spiel 77. Sie lautet 8, 4, 8, 5, 0, 1, 3. Ich wiederhole. 8, 4, 8, 5, 0, 1, 3.
Und zum Schluss wie immer die Gewinnzahlen in der Wochenziehung der Glücksspirale. 5,50 Mark entfielen auf die Endziffer 3. 10 Mark entfielen auf die Endziffern 46. 100 Mark entfielen auf die Endziffern 616. 1000 Mark entfielen auf die Endziffern 9115. 10.000 Mark entfielen auf die Endziffern 31.367. 100.000 Mark entfielen auf die Endziffern 796.088. Und 1.000.000 Mark entfielen auf die Losnummer 6.321.261. Ich wiederhole die Gewinnzahlen. 3, 4, 6, 6, 1, 6, 9, 1, 1, 5, 3, 1, 3, 6, 7, 7, 9, 6, 0, 8, 8 und 6, 3, 2, 1, 2, 6, 1. Und jetzt noch die Gewinnzahl der Prämienziehung. Fondsanteile im Wert von 700.000 Mark entfielen auf die Endziffern 720.885. Auch hier wiederhole ich die Endziffern. 7, 2, 0, 8, 8, 5. Und diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Ja, herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern und auf Wiedersehen am nächsten Samstag. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit der Wahl des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Lambsdorff zum neuen Bundesvorsitzenden hat die FDP heute den mit Spannung erwarteten Führungswechsel vollzogen. Lambsdorff setzte sich in Wiesbaden knapp gegen die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Adam Schwetzer, durch. Sie wurde anschließend zu einer von drei stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Lambsdorff kündigte an, er werde mit den Koalitionspartnern CDU und CSU neu über die Einführung einer Erdgassteuer verhandeln. Auf den Kandidaten Graf Lambsdorff entfielen 211 Stimmen. Auf die Kandidatin Frau Adam Schwetzer entfielen 187 Stimmen. Und Gesichter, auf denen sich die Anspannung der letzten Tage nur langsam löst. Die Doppelkandidatur hatte bis zuletzt an aller Nerven gezerrt. Nur 24 Stimmen Abstand. Dieser knappe Vorsprung legt dem neuen Parteivorsitzenden Zügel an. Er zwingt ihn, in Zukunft im Gespann zu fahren, eine Rolle, die ihm nicht gerade auf den Leib geschneidert ist. Sie fordert ihm Integration ab. Auch die FDP hat sich viel zugemutet. Nach dem Parteispendenurteil ist die Wahl für Otto Graf Lambsdorff mehr als persönliche Genugtuung. Sichtlich bewegt dankt er der bisherigen Widersacherin. Dies, Frau Adam Schwetzer, ist keine Niederlage. Danach wird Irmgard Adam Schwetzer zu Lambsdorffs Stellvertreterin gewählt, mit überwältigender Mehrheit. Jetzt ist sie eindeutig die Nummer 2 in der FDP, die mit ihr neue Wählerschichten erschließen möchte. Mit Blick darauf hatten sich beide Kandidaten zuvor dem Parteitag empfohlen. Die Entscheidung heute ist keine Richterwahl. Das ist sicherlich so. Aber es ist eine Entscheidung über das zukünftige Gesicht der FDP in programmatischer, aber auch in realitätsbezogener Hinsicht. Der Widerpart Franz Josef Strauß zur Profilierung der FDP fällt weg. Wir müssen uns jetzt aus eigener Kraft mit eigenen Ecken und Kanten profilieren können nach draußen hin. Als weitere stellvertretende FDP-Vorsitzende neben Irmgard Adam Schwetzer wurden Gerhard Baum und Wolfgang Gerhard wiedergewählt. Zur Generalsekretärin wählten die Delegierten Cornelia Schmalz-Jakobsen, bisher Senatorin in Berlin. Deren Vorgänger Hausmann soll als Nachfolger von Martin Bangemann, der nach Brüssel geht, neuer Bundeswirtschaftsminister werden. Nach seiner Wahl zum neuen FDP-Parteivorsitzenden Fragen an Otto Graf Lambsdorff. Das Interview führte Eberhard Pilz. Graf Lambsdorff, Sie haben heute Mittag schon mit dem Bundeskanzler telefoniert. Er hat Ihnen Glück gewünscht. Viele Delegierte erwarten von Ihnen, das ist Helmut Kohl, schwieriger mit Ihnen haben wird als mit Ihrem Vorgänger. Was sagen Sie zu solchen Hoffnungen? Das hängt davon ab, wie die Arbeit in der Koalition sich entwickeln wird.
Ich glaube nicht, dass die Delegierten des Parteitages es darauf abstellen, der Koalitionspartner solle es in der Form der Auseinandersetzung schwieriger haben. Manche der Delegierten möchten gerne, dass wir einige Punkte der Koalition vereinbaren, die für Liberale spezifisch von Bedeutung sind, auch durchsetzen, auch umsetzen. Und das ist auf einigen Gebieten schon etwas nachzuholen. Darüber muss in der Koalition gesprochen werden. Der Parteitag hat gestern Abend einen Beschluss zum Erdgas gefasst, mit dem Sie nun in die Koalition hineingehen müssen und sagen müssen, das, was bisher verabredet war, gilt nach Aussage des Parteitags so nicht mehr. Wird das schwierig? Nein, das hat der Parteitag nicht beschlossen, sondern der Parteitag hat uns aufgefordert, mit dem Koalitionspartner zu verhandeln, ob dieser Erdgassteuerbeschluss revidiert oder aufgehoben werden kann. Das werden wir selbstverständlich tun. Sie wissen, dass ich immer gegen die Einführung einer Erdgassteuer gewesen bin. Ich bin in der Minderheit geblieben und es gehört sich in einer parlamentarischen Demokratie dann zu sagen, nun gut, die Mehrheit entscheidet und man muss der Mehrheit folgen. Hier haben wir einen Parteitagsbeschluss, dem wir folgen werden. Wir werden mit dem Koalitionspartner darüber reden. Sie waren nach Ihrer Wahl erkennbar emotional angerührt. Sie haben immer gesagt, Sie sehen das nicht als eine Frage von Rehabilitation. Das glaube ich Ihnen eigentlich nicht so ganz. Das mag ja sein, dass Sie es mir nicht glauben. Das kann ich auch nicht von Ihnen verlangen, dass Sie es glauben. Aber ich kann Sie nur immer wieder sagen, ich bin natürlich emotional angerührt von der Tatsache, Herr Witz, dass ich nach 37 Jahren Mitgliedschaft in der Freien Demokratischen Partei heute zu deren Bundesvorsitzenden gewählt worden bin. Ich gebe mich nicht leicht Emotionen hin. Wenn Sie es gemerkt haben, habe ich mich wohl nicht richtig unter Kontrolle gehalten. Aber das schadet dann auch mal nichts. Die Frage Ihrer Verurteilung hat in dem innerparteilichen Wahlkampf keine Rolle gespielt. Der politische Gegner wird da nicht so zimperlich sein. Sehen Sie das als Belastung? Doch, sehr wohl eine Rolle gespielt. Ganz selbstverständlich ist das diskutiert worden. Ist nicht öffentlich diskutiert worden, weil die Partei sich hier solidarisch verhalten hat, was ich sehr dankbar registriert habe. Aber selbstverständlich haben alle Delegierten bei ihrer Entscheidung auch gewusst, dass es diesen Umstand gibt und dass dies ein schwieriger Umstand ist. Die Solidarität, die die Partei nach innen hin gezeigt hat, wird sie ganz gewiss in dieser Frage auch nach außen hin zeigen. Graf Lambsdorff, Sie gelten als der Motor der Wende. Sehen Sie die augenblickliche Koalition als einen Dauerzustand? Ich habe diese Koalition, haben Sie recht, mit herbeigeführt. Wir haben sie gewollt. Wir wollen ihren Erfolg. Und so wie sich die Opposition heute darstellt, sehe ich doch überhaupt keine Möglichkeit und keine Chance, den formellen Koalitionsbeschluss, den die Partei im Jahre 1990 zu treffen hat und treffen wird. Ohne Koalitionsaussage will ich mit der Partei nicht in eine Bundestagswahl gehen. Diese Koalitionsaussage anders als Fortsetzung der jetzigen Koalition auslaufen zu lassen. Die Partei hat einen neuen Vorsitzenden, sie hat den alten heimlichen Vorsitzenden. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis mit Hans-Dietrich Genscher? Wie wird das funktionieren in Zukunft? Wir können ganz sicher sein, dass es funktionieren wird. Wir kennen uns beide ganz genau. Wir kennen unsere Stärken, aber wir kennen auch unsere Schwächen. Das Vertrauensverhältnis zwischen uns hat immer bestanden und es ist gehärtet worden in einer Zeit, in der es ja wirklich knüppeldicke auf uns beide kam. Das trägt und das wird sich bewähren. Zur Wahl von Otto Graf Lambsdorff als FDP-Vorsitzender nun ein Kommentar. Es spricht Reinhard Kleinmann vom Südwestfunk. Zuerst hat der tote Franz Josef Strauß der FDP den Fahrplan ihres Parteitags durcheinander gebracht. Dann hat er dem Grafen Lambsdorff zu einem klaren Erfolg verholfen. Denn die Sorge mancher FDP-Delegierter, der bald zu bestimmende neue CSU-Vorsitzende werde in der Koalition eher fordernder, denn versöhnlicher als Franz Josef Strauß auftreten, ließ sie den härteren Kandidaten wählen. Graf Lambsdorff selbst hat es den Delegierten nahegebracht mit dem Satz, die FDP braucht einen Vorsitzenden, der es mit den übrigen Parteivorsitzenden aufnehmen kann. Die Delegierten schauten auf 1990 und wählten ihn. Für die Bonner Politik und die Koalition bedeutet das, der Bundeskanzler wird gleich mit zwei härteren Partnern zu tun haben, die sich beweisen müssen. Den Bestand der Koalition wird es nicht gefährden, doch die Rolle der großen Regierungspartei CDU wird schwieriger werden. Die erste Kostprobe bietet bereits die geplante Erdgassteuer. Aber das steht auch fest, eine Richtungswahl war es nicht. Dazu sind sich die beiden Kandidaten, Adam Schwetzer und Lambsdorff, programmatisch zu nahe. Sie haben beide fast wortgleich festgestellt, woran es in der Politik fehlt, wo die Versäumnisse in der Koalition liegen, was die Zukunft von der Politik und besonders den Liberalen verlangt. Aber in der Wirkung nach außen liegen zwischen den beiden fast Welten und ganz praktisch fast eine Generation. Irmgard Adam Schwetzer wirkt wie eine jüngere, neuere, zukunftsorientierte FDP. Otto Graf Lambsdorff ist der Parteiführer, wie man ihn kennt. Der FDP war das bewusst.
Sie hat die einfachere Entscheidung bevorzugt. Die Qualitäten Lambsdorffs machen es ihr auch leicht. Doch die Chance zu neuer Attraktivität der Liberalen ist damit zunächst vergeben. Sicher werden jetzt die Aktivität des neuen FDP-Vorsitzenden beim Spendensammeln, seine Geldstrafe, seine noch bevorstehende Rolle als Zeuge in mehreren Verfahren wieder aufmerksam genannt werden. Doch, so sehe ich das, die FDP hat ihre Rolle in der Koalition bewertet, die Aussichten für die Wahlen der nächsten Jahre taxiert und sich für ihre Sicherheit auf Zeit namens Otto Graf Lambsdorff entschieden. Es kommentierte Reinhard Kleinmann. Letzter Abschied von Franz Josef Strauß. In der Rokokokirche in Rotterdam-Inn endeten heute die Trauerfeierlichkeiten für den am Montag gestorbenen bayerischen Ministerpräsidenten mit einem Requiem. Gebirgsschützen hatten hier die Nacht über die Totenwache gehalten. Der Kurienkardinal und Strauß-Freund Ratzinger zelebrierte die Totenmesse. Wie eine Eiche habe er gestanden, wie eine Eiche sei er gefällt worden, so der aus Rom angereiste Geistliche. Unter Salutschüssen und Trommelwirbeln begleiteten Gebirgsschützen den Sarg zur Familiengruft, gefolgt von den drei Strauß-Kindern und der 81-jährigen Schwester des Verstorbenen. Auch hier war die Teilnahme der Bevölkerung groß. Neben seiner Frau Marianne wurde Franz Josef Strauß am Nachmittag beerdigt. In der Diskussion um den Abtreibungsparagraphen 218 hat CDU-Generalsekretär Geißler dem Deutschen Gewerkschaftsbund parteipolitische Abhängigkeit vorgeworfen. Auf dem Bundeskongress des Evangelischen Arbeitskreises der Union in Bonn nannte er die geplante DGB-Aktionswoche eine Agitationswoche gegen die Politik der Bundesregierung. Die Gewerkschaften hätten nicht das Recht, sich in dieser Form gegen das geplante Schwangerschaftsberatungsgesetz zu wenden. Geißler selbst lehnte erneut eine Verschärfung des Abtreibungsparagraphen ab. Die pro-serbischen Massenproteste in Jugoslawien haben sich heute auf die Teilrepublik Montenegro ausgedehnt. Über 50.000 Menschen forderten in der Hauptstadt Titograd den Rücktritt der örtlichen Partei und Regierungsvertreter. Wegen ihrer Wirtschaftspolitik wurde auch die Bundesregierung in Belgrad kritisiert. Am Abend löste die Polizei die Kundgebung gewaltsam auf. 23 Demonstranten wurden verhaftet. Regierung sowie Parteiführung Montenegros boten mittlerweile dem Parlament ihren Rücktritt an. Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga hatten die mit jeweils 11:3 Punkten die Tabelle anführenden Münchner Bayern und der VfB Stuttgart mit den Schlusslichtern Hannover und Frankfurt vermeintlich leichte Aufgaben. Ob dies auch eintraf oder ob es eventuell einen Nutznießer der Duelle Spitze gegen Keller gab, schildern Holger Obermann aus Stuttgart und Wolfgang Biereichel aus Hannover. Großes Wiedersehen im Niedersachsenstadion. Dieter Schatzschneider wieder im Dress von Hannover 96. Jener Verein, bei dem der heute 30-jährige Profi seine Torjägerkarriere begann. Und 32.000 Zuschauer angenehm überrascht. Erstaunt über die Gefährlichkeit des kurzfristig verpflichteten Schatzschneiders. Hier eine seiner besten Szenen in der ersten Halbzeit. Der FC Bayern nach dem glanzvollen 7:3-Sieg im Europacup in Warschau nicht wiederzuerkennen. Kaum eine nennenswerte Torchance in den ersten 45 Minuten. Bayern-Trainer Jupp Heynckes entsprechend unzufrieden. Die besseren Chancen hatte nicht der Spitzenreiter, sondern der Tabellenletzte. Die Größe dabei in der 37. Minute durch Stefan Kohn. Das Pausenresultat schmeichelte dem deutschen Rekordmeister. Doch nach dem Wechsel die Bayern mit einem Male wie umgewandelt. Nur eine Minute nach Wiederbeginn dieser Lattentreffer von Ludwig Köbel. Hannovers neuer Trainer Hans Siemensmeier zu Recht immer nervöser. Denn die Bayern forcierten das Tempo und setzten Hannovers Abwehr unter immer größeren Druck. Glück für 96 bei diesem Heber von Roland Wohlfahrt nur eine Minute später. Auf der anderen Seite Hannover meist nur noch dann gefährlich, wenn Schatzschneider den Ball führte. Aber die Riesenchance der 96er zum Führungstreffer verpasste nach diesem Konter der aufgerückte Libero Bastian Helberg. Die größeren Spielanteile besaß zweifellos der FC Bayern. Aber mit Glück und Geschick verteidigte Hannover 96 das verdiente 0:0. Ein Unentschieden, an dem Dieter Schatzschneider maßgeblichen Anteil hatte. Der VfB, weiße Trikots, begann so gut wie lange nicht mehr. Und seinem Tor beim Olympischen Fußballturnier wollte Fritz Walter auch gleich einen Treffer in der Bundesliga folgen lassen. Ohne Glück diesmal. Die mehr als verdiente Führung nach 18 Minuten. Im Anschluss an diesen Eckstoß zwei Kämpfe in der Luft, die der VfB gewann. Dann Jürgen Klinsmann zu Allgöwer, sein 1:0. Und noch einmal die Zeitlupe. Klinsmann sah seinen Mitspieler Allgöfer im freien Raum. Für Stein gab es da nichts zu halten.
Allgöwer, nach seinem Tor hier der Wegbereiter zum 2:0. Maurizio Gaudino erzielte es nach guter Einzelleistung. Auch hier die Wiederholung, Kostner wollte retten, was nicht mehr zu retten war. Nach 45 Minuten, vor 20.000, ein verdientes 2:0. Die beste Chance der Eintracht resultierte aus einem Fehler des heute nicht überragenden Kadernetz. Doch Turowski wurde im letzten Augenblick von Immel gestoppt. Auch wenn der VfB Stuttgart vielleicht schon im Hinblick auf das UEFA-Cup-Spiel am Dienstag in Tatabánya in der zweiten Hälfte einen Gang zurückschaltete, blieb der Sieg gegen eine noch lange nicht intakte Eintracht-Mannschaft ungefährdet. Buchwald vergab, das 2:0 ging völlig in Ordnung. Neuer Tabellenführer ist damit der VfB Stuttgart. Alle Ergebnisse des 10. Spieltages. Leverkusen-Uerdingen 2:2. Hamburg-Bochum 3:1. Stuttgart-Frankfurt, wie gesehen, 2:0. Karlsruhe-Mannheim 2:1. Hannover-München, wie gesehen, 0:0. Bremen-St. Pauli 0:0. Mönchengladbach-Köln 1:0. Kaiserslautern-Nürnberg 2:1. Und bereits gestern spielten Dortmund-Stuttgarter Kickers 1:1. Die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 9. Oktober. Zunächst bedeckt mit Regen oder Sprühregen, der in Nordwestdeutschland länger andauernd und ergiebig sein wird. Südlich der Donau im Tagesverlauf sich auflockernde Bewölkung und niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen 6 bis 11 Grad. Tageshöchsttemperaturen 13 bis 18, in Alpennähe um 20 Grad. Mäßiger bis frischer, in Böen noch stürmischer Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten, am Montag wechselhaft und wieder kühler. Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 1.05 Uhr. Das Wort zum Sonntag spricht nun Pfarrer Anton Jansen aus Aachen. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, in diesem Frühjahr war ich eine Woche in Taizé. Jährlich ziehen tausende junger Menschen in dieses kleine französische Dorf. Was zieht sie an? Eine Gemeinschaft christlicher Männer, die sich alle Brüder nennen. Sie leben ganz einfach. Wenn sie sich dreimal am Tag zum gemeinsamen Gebet versammeln, ziehen sie ihre weißen Kutten an. Sonst sind sie gekleidet wie unsereins. Es gibt viele Junge unter ihnen. Manche arbeiten in den Slums und Elendsgebieten unserer Erde. In Berlin-Kreuzberg gibt es eine Gruppe von Frauen. Sie heißen Schwestern der Liebe. Ihre Gründerin ist Mutter Teresa aus Kalkutta. Sie leben zusammen mit den Menschen in diesem schwierigen Gebiet einer Großstadt, sind für sie da, bedingungslos, so als wären sie ihre Mutter oder ihre Schwester. Sie leben etwas von Geist Jesu Christi. Es gibt sie inzwischen in vielen Großstädten. Im Hamburger Hafenviertel lebt eine Gruppe von Männern. Tagsüber arbeiten sie als Müllarbeiter oder Fabrikarbeiter. In ihrer gemeinsamen, einfachen Wohnung gibt es einen Gebetsraum. Abends und in aller Herrgottsfrühe beten sie. Sie sind kaum erkennbar, außer durch eine unbedingte Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Kleine Brüder Jesu nennen sie sich. Und es gibt sie in Madrid und Paris, in Marseille und Rio und in anderen Städten. Mich faszinieren diese Männer und Frauen. In ihnen kommt etwas zum Vorschein von der bedingungslosen Hingabe Jesu an den Willen des Vaters und von seiner Hingabe an die Armen. Sie leben so, dass deutlich wird, das Evangelium, Gottes Stimme, kann einen Menschen ganz einfordern und ihn zugleich ganz erfüllen. Es gibt verschiedene Weisen, ein Christ zu sein. Der Evangelist Markus berichtet, ein junger Mann kommt zu Jesus. Seine Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Jesu Antwort, halte die Gebote. Das tue ich mein Leben lang, antwortet der Mann. Darauf schaut ihn Jesus aufmerksam an. Willst du vollkommen sein, dann verkauf alles, gib dein Geld den Armen, dann komm und folge mir nach.
halte die Gebote. Das ist wohl unser Weg, der Weg der meisten. Sei gerecht, suche Frieden, ehre Gott und seine Schöpfung. Wie schwer das ist, weiß jeder. Der andere Weg, willst du vollkommen sein, dann verkauf alles, gib dein Geld den Armen, dann komm und folge mir nach. Von einigen Männern und Frauen, die so zu leben versuchen, habe ich ihnen erzählt. Die leuchtendste Gestalt unter ihnen war Franz von Assisi, dessen Todestag wir in dieser Woche feierten. Keine Angst, ich mache diese Männer und Frauen nicht zu Idealgestalten. Auch sie haben ihre Ecken, Fehler und Kanten. Aber in ihnen kommt etwas zum Vorschein von der lebensführenden Kraft des Evangeliums. Zwei verschiedene Weisen, Christ zu sein? Gewiss, aber es gibt Übergänge, Zwischentöne. Wenn ein Vater die Zeitung beiseite legt und geduldig zuhört. Wenn ein Vorgesetzter seine Mitarbeiter verstehen möchte. Wenn ein Kranker geduldig bleibt. Wenn jemand das Vaterunser betet und danach zu leben versucht. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag.